diesen Kackhaufen, dieser Kackhaufen ist von einem Rotfuchs gemacht worden. Und zwar, ja, auf einem Heuballen. Und wenn du wissen willst, was dieser Kackhaufen mit diesem Buch zu tun hat und warum das Buch auch etwas für dich, wenn du dich für Survival, Bushcraft und Natur interessierst, sein kann. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Es geht um das Buch, aber es geht auch um Philosophie zum Thema Survival, Bushcraft und Naturerleben. Schön, dass du dabei bist. Ich habe dir jetzt gerade vorher ja, da diesen Kackhaufen gezeigt. Und schau mal her, das ist so ein, ja, die haben da abgemäht, ja, und haben das Heu, das Stroh ganz einfach da nach hinten geworfen. Und da ist der Fuchs. Der geht da, wenn ich da eine Wildkamera herstellen würde und dürfte, dann würde das sicher einen Fuchs drauf haben. Warum? Naja, der macht seinen Streifgang und kommt an diesen Haufen hier vorbei. Und warum ist so ein Strohballen so interessant? Da sind Mäuse drin. Und die Mäuse sind eine der Hauptnahrungsmittel von einem Rotfuchs. Das ist mal das eine. Das andere ist, er kackt da oben hin und das hat auch zwei Funktionen. Die eine Funktion, er muss kacken. Es hilft leider nichts. Aber in der Natur wird nichts verschwendet. Da wird alles miteinander verbunden und zusammengebaut. Und daher ist die Kacke, die er sowieso rauswerfen muss, auch gleichzeitig ja, Reviermarkierung. Und die setzt er dort oben hoch an, damit alle rundherum wissen, wer hier der Boss ist, ja, und wem diese Futterquelle hier gehört. Das ist die Idee dahinter. Und dazu kommt dann dieses Buch noch, das ich da vorstellen mag, dass es billige Eigenwerbung natürlich auch bei mir im Shop geht. Aber auch darum geht es noch nicht. Ich mag da noch was zeigen. Das hier, das war mein Klassenzimmer. Kein Spaß. Als ich vor über 10 Jahren angefangen habe, das ist Survival wirklich beruflich zu machen, bin ich so gut wie jeden Tag hier in diesen Bereich gegangen. Es ist da nach hinten, da nach raus, da ist ein Wald. Da ist eine Wiese hinter mir, ist auch so ein Feuchtgebiet mit so Tümpeln. Das ist der ehemalige Truppenübungsplatz im Nahbereich von St. Pölten. Und hier habe ich mir jeden Tag herumgetrieben und habe gelernt. Und autodidaktisch habe ich mir viele Sachen, also die meisten Sachen beigebracht. Aber das stimmt nicht ganz, denn ich hatte meine Bücher mit dabei, die mir immer wieder Inspiration waren und eine Informationsquelle, aber dazu später. Ich war da so gut wie jeden Tag heraus und habe mir angeschaut, welche Spuren gibt es, wie sind die Vogellaute. Da habe ich dann mit einem Fernglas da gesessen. Es ist besonders jetzt, wo ich dieses Video mache, Anfang März, super. Es sind noch keine Blätter drauf, aber die Vögel kommen jetzt schon da rein. Du kannst jetzt schön reinschauen, du kannst sie beobachten, wie sie ihre Nester aufbauen. Aber das ist auch wieder so eine Sache, also rausgehen. Wissen liegt nun mal im Tun, das heißt immer und immer wieder rausgehen und die Sachen beobachten und mit der Zeit wird es einfach absolut abartig. Aber das ist auch noch nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Tierspuren. Viele Leute fragen mich bei meinen Survival-Kursen, aber auch so bei den E-Mails und auch bei den Survival-Mentor-Programmen immer wieder, du reine Falle, was ist die beste Falle? Und es gibt ja auch ganz viele Tutorials dazu, wie man die beste Falle baut und wo man die Kerbe setzt und da auslöst. Und das ist eh cool. Nur, das ist das Handwerkszeug, das eine, das man haben muss. Aber das zweite ist, ja, was willst du denn überhaupt fangen? Was läuft hier heraus überhaupt rum? Es hilft mir nichts, wenn ich eine sibirische Falle mache, um einen Luchs zu erschlagen, damit, weil die das so machen, um dort das Fell über die Ohren zu ziehen, um das zu verkaufen, das ist ganz was anderes. Ja? Ich meine, dass Fallenstellen und all diese Dinge sowieso verboten sind, das ist sowieso eine andere Geschichte. Aber jetzt einfach so von der Idee her, ja, um dieses wilde Leben da sozusagen so auszuleben oder diesen Archetyp des Wilden, ja, wieder zu haben. Was ist überhaupt hier heraus? Und wo stelle ich es hin? Und dazu musst du aber diese Sachen hier heraus, die ganzen Strukturen auch irgendwie ein bisschen lesen können. Und da ist das, also für alle, die das Fallenstellen interessiert, du brauchst sowas hier, weil du musst Spuren lesen können. Damit meine ich nicht Tracking, dass ich einer Spur folge und das Tier dann nachher vor mir sehe, dass der jetzt vor ein paar Stunden durchgelaufen ist, das meine ich nicht, sondern ich meine Spuren. Die Jäger nennen das in dem Bereich, wo ich lebe, ich spiere. Ja? Ein Berufsjäger hat mir mal gesagt, da spürt man den Fischotter. Ja, es gibt in Schwarzenbach an der Billach, dort wo auch unser Bushcraft-Areal ist, Waldolapathé, Fischotter. Ja? Alles billige Eigenwerbung hier natürlich. Ja? Gibt da den Link in das Bushcraft-Areal und natürlich auch zu dem Buch hier. Aber, und er hat gesagt, ich spiere den. Das heißt, er hat Losung Kacke. Das heißt Kacke, so wie bei die Fuchskacke, die ich da vorher gezeigt habe. Und das ist das Schöne zum Beispiel bei diesem Buch, dass du da wirklich hergehst und sagst, okay, ich interessiere mich jetzt einmal für Baue.
Ich interessiere mich für Kacke, für Kotkunde nenne ich das immer. Ja, Kotkunde. Welche Wechsel gibt es? Ja, wo laufen die herum? Rissspuren, all diese Dinge, strukturiert, aber auch nach den einzelnen Tieren. Das heißt, ich sage, ich möchte Eichkatzerl, Eichhörnchen fangen. Ja? Dann gibt es eine eigene Sektion, wo es nur um Eichhörnchen geht. Wo ich verstehe, wie die leben, wo die leben und welche Spuren die hinterlassen. Und wenn ich das immer und immer wieder tue, ist es super. Weil ich dann extrem viel lerne über das Tier und dann kann ich mir überlegen, wenn ich das Tier jetzt essen müsste oder wollte, obwohl es illegal ist und man das nicht tut, und ich sage auch wirklich, bitte das nicht Fallen aufstellen da draußen, ja, dann überlege ich mir, wie würde ich das angehen. Aber zuerst muss ich mal wissen, was überhaupt Tier ist. Daher kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, wenn du dich jetzt für nicht für Kräuter interessierst, was ich auch extrem mache, ja, aber für diese Teile hier, also Pflanzen sind mir ein bisschen lieber als Tiere, warum? Die laufen nicht davon. Die sind einfacher zu bestimmen. Egal. Aber dann gehst du raus und machst einen Spaziergang. Ich mache jetzt meinen Primal Lifestyle, wie du im letzten Video, gebe ich da oben das das Interview mit dem Ovi, das ich geführt habe, und sage jetzt, ich gehe einfach wieder raus, ich komme wieder da zurück, wo ich angefangen habe, nämlich zum Beispiel hier oder im Bushcraft-Areal herumzuspazieren und herumzustreifen. Und da gehe ich immer mit so einem Buch raus. Ja? Pflanzenbuch momentan nicht, weil erstens kenne ich die alle, die hier wachsen, oder so gut wie alle, und die sind noch nicht so weit, aber Spuren gibt es hier jetzt viele. Und dann gehe ich immer aufmerksam, versuche alles irgendwie aufzunehmen, immer wieder ein bisschen schauen, nicht stressig und laufen, sondern so durchstreifen, so wie man das halt macht, wenn man auf Nahrungssuche ist, und dann siehst du irgendwas. Und jetzt habe ich diese Kacke zufälligerweise da oben liegen gesehen. Ich weiß natürlich, dass das ein Fuchs ist. Aber dann könntest du sagen, okay, da ist jetzt der Kot oben und gehst in die Sektion Kot. Und dann suchst du dir raus, ja, was könnte das gewesen sein. Oder du findest Fraßspuren bei Zapfen. Hier hinten ist eine Fichte, ich weiß nicht, ob du die siehst, da hinten sind auch Fichten. Und dann findest du solche Zapfen und dann kannst du anhand der Zapfen ablesen, was eine Maus, ja, oder was ein Eichkatzerl. Und wenn das ein Eichkatzerl war, dann wäre dort wahrscheinlich ein guter Platz, um möglicherweise Falle aufzustellen, weil die dort immer wieder hinkommen. Wenn ich die Zapfen nicht selber essen will, weil da sind ja auch die Samen drin, die übrigens jetzt im Frühjahr aufgehen. Da geht die Zapfen gehen jetzt auf, Sonne scheint drauf, trocknen aus, gehen dadurch diese Schuppen auf und dann fallen die Samen raus. Die fliegen da jetzt immer wieder so ein bisschen herum. Also, das ist es. Rausgehen, das muss dann nicht Sport sein. Das kann auch herumspazieren sein. Ja? Und weil ich halt gerne die Sachen kombiniere und nicht einfach so für mich sein kann, weil ich einen Knall habe, ja, muss immer irgendwas tun, muss always on sein. Und da ist das zum Beispiel eine Möglichkeit. Ausmaß. Erstens, gebt euch den Link auf das Bushcraft-Areal, besuch uns mal, vielleicht magst du einen Urlaub bei uns verbringen, das ist das eine. Das andere ist, gebt euch den Link zu diesem Buch hier, wenn es dich zu Tierspuren hinzieht, wenn das etwas ist, was dich interessiert, nimm das, geh mit dem raus, auch mit den Kindern, und lass sie dann durchblättern und durchschauen, was könnte das sein, oder wenn man einen Schädel gefunden hat von irgendwas, was könnte das gewesen sein, diese Frage stellen und immer always on sein und immer wie ein Kind sein in Wahrheit, ja, das reine, genau, das gebe da unten den Link und schau da vielleicht auch das Video an, gebe da dann noch einmal, wenn dich das Primal Lifestyle, diese Geschichte, die ich da jetzt gemeinsam mit dem Ovi mache, interessiert, gebe ich da auch den Link. Das war's. Also Fallen stellen, anders denken, nämlich über Spuren lesen. Schreib mal einen Kommentar, wie du das siehst. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's zu mir in den Shop direkt zu dem Buch. Aber andere Videos zum Anschauen, es hat mich gefreut. Dann Reini Rossmann, bis bald und ciao, ciao.